So, hallo meine Kanalbesucher, hier ist Brini und ich bin nicht allein da, weil das hier ist jetzt mal folgendermaßen, ihr kennt den Brini-Log, aber das ist ein ganz neues Format, denn ich kann jetzt auch Videos hochladen, die Länge sind 15 Minuten, das ist sehr top. Und das hier ist der Hadocast. Jetzt werde ich fragen, was zum Teufel ist der Hadocast? Ich habe vor etwas längerer Zeit schon eine Website gehabt über Videospiele und mit einem Kumpel zusammen einen Audio-Podcast gemacht und dieses Format möchte ich jetzt hier aufgreifen. Im Grunde ist es ähnlich wie ein Brini-Log, nur mit noch mehr Content und sehr lange. Unter Umständen. Je nachdem. Bei mir ist Dom, aka die NTL. Würde mich unterstützen, weil solo reden, eine Stunde mit der Kamera oder so, oder dreiviertel Stunde ist ätzend. Damit ihr mal einen Überblick habt, was jetzt alles so kommt. Wir haben drei Segmente. Zuerst kommt das Let's Play-Segment. Da bist du ein bisschen im hilflos. Ja, das passt schon. Da rede ich dann immer kurz über, was ansteht im Let's Play-Kanal. Dann haben wir unser Hauptsegment, da gibt es jedes Mal ein anderes Thema, das gerade wichtig ist, gerade das WoW Cataclysm, auch für Leute, die es nicht spielen wie du, es ist, man kann nicht dran vorbeigehen, überall ist. Dann kriegt's ja mit. Ja, warst du heute im Elektroladen? Hast du im Saturn? Ja, wahrscheinlich auch, nee? Ja, das, doch. Im Mediamarkt überall reinkommt, so Aufstellung, keine Ahnung. Ja, ich komme rein, Special Collector Edition in einer riesigen Box und. Ah ja, und, natürlich. Die dann anfangen wieder alle abgehen, so, oh mein Gott! Die wird so viel wert sein, wir müssen sie alle kaufen. Am Ende liegen dann wie bei StarCraft noch so 10.000 Boxen im Mediamarkt. Und was ich auch gerne gefunden habe, das Lösungsbuch. Ja, das ist total sinnfrei. Das Lösungsbuch zu einem RPG, eigentlich müsste es so ein Ding sein. Das dritte Segment ist Now Playing, da reden wir über die Spiele, die wir jetzt gerade spielen. Das müssen nicht nur Videospiele sein, es können auch Brettspiele sein, Tabletops, auch immer. Wir sind, also es ist ein Nerdcast, also für Leute wie euch wahrscheinlich. Darum ist es auch ganz gut, dass ihr einen Mensch habt, der sich auch mit anderem Zeug auskennt, wie Anime, Manga, Rollenspiel, Tabletop und Brettspielen. Ja, und dann kommen wir jetzt mal direkt zu Segment 1, und zwar zum Let's Play-Zeug. Punkt 1, die Let's Blue-Verlosung hat folgender Abonnent gewonnen. Hypercube 00100, schreib mir bitte deine Adresse, dann schicke ich dir das Spiel zu. Gratulation, alle anderen, sorry. Wenn mir mal wieder was in den Schoß fällt, dann gebe ich es gerne an euch weiter. Dann steht jetzt als Weihnachtsspecial vielleicht bald meine Top 10 Spiele des Jahres an. Das wollte ich euch mal sagen, vielleicht mache ich auch das in diesem Format hier. Mal schauen. Und das Let's Play Halo Reach mit White Fox LP, genau, Ben Fox LP. White Fox LP steht auch in Startlöchern, da sind wir jetzt in der heißen Phase. Und jo, ich würde sagen, das war alles Let's Play-mäßiges, wir kommen jetzt zu Cataclysm. Du hast mir gesagt, du hast noch kaum WoW gespielt. Irgendwie so. Also Freundin im Passau hat mir damals gesagt, Dom, du musst jetzt WoW spielen. Das war irgendein gemütlicher Gemeinschaftsabend. Hab mir einen Computer, der nicht mal ihrer war, sondern der ihres Freundes gezerrt. Da, such dir eine Rasse aus. Blutelfen. Mach dir einen Charakter. Namen eingegeben. Wow, Dom, du bist der Erste, bei dem der Name sofort funktioniert hat und nicht vergeben war. So 10 Sonderzeichen, 20 Apostrophe in alle Richtungen. Nein, das ist nicht normal. Ein ganz normaler Name aus einer von meinen Stories einfach. Ah, okay, ja. Das funktioniert und dann habe ich Blutelfen-Quest, die erste oder zweite gemacht und töte die in diese Gieße und sammle das und das und dann, du bist zu langsam, klick das, mach das. Und irgendwann hat es dann schon keinen Spaß mehr gemacht, wenn du zwei Leute mit deiner Schulter hast. Ja, das ist sicherlich ein World of Warcraft dann. Bisher haben mich halt, wie ich schon dafür gesagt habe, zwei Dinge von World of Warcraft abgeschreckt. Das ist die Zeit. Ich hatte nie die Zeit und ich wusste, wenn ich es klein machen will, dann versinke ich drin oder irgend sowas. Und das andere ist natürlich, ich suche halt Rollenspiel, also Interaktion mit anderen Charakteren. Ich bin nicht auf der Suche nach Level-Grinden und Wobei Quests 50 Mal machen. Eben, ja. Aber das ist der Vorteil, also bei Cataclysm ist es auch gut, dass du es gerade sagst, weil es ist ein überraschend gut überall in meinem ersten Punkt. Ich habe ja World of Warcraft seit dem Anbeginn der Zeit gespielt, also Anbeginn der WoW-Zeit, Anbeginn der Zeit, bringe ich jetzt da und spiele World of Warcraft, nein. Seit Anbeginn von World of Warcraft und ich habe es nie richtig gespielt, also immer so, also nicht schon richtig, aber halt nie so Hardcore-mäßig. Mein erster Charakter, da war Level 20, da habe ich einen Monat für gespielt. Mal im Vergleich, habe jetzt vorgestern angefangen, World of Warcraft zu spielen, einen Tag später war ich Level 20, auch wenn ich nur so ein paar Stunden nicht hingesetzt habe. Und was eben früher schrecklich war in World of Warcraft, du hast eine Quest gemacht und dann hieß es halt, geh da ein und töte 20 von diesen Jungs. Dann bist du zurückgekommen, geh da ein und töte 20 von diesen Jungs. Und du hast halt keinen Kontext gesehen, so, warum tue ich das? Warum muss ich 20 klipprige Hirschschnauzen sammeln? Ja, das habe ich auch so. Es war ja irgendwie so eine Textbox, die ein bisschen Story will. Ja, und die Freundin der Mann hat gesagt, liest das nicht, warum liest du das? Ja. Du musst das und das machen. Das ist der Punkt. Man liest das auch nicht. Und das haben sie jetzt kapiert. Weil auch schon mit dem letzten Mal haben sie gemacht, dass du, wenn du eine Quest machst, da erzählt die Quest an sich, was passiert. Und die Folgequests, die geben dir so ein bisschen Kontext dazu, was passiert und warum du das machst. Und das haben sie jetzt eben auf die gesamte Welt gemacht. Also mal ganz kurz, komplett Hintergrundwissen.
die ganze Spielewelt von World of Warcraft, also Azeroth, ist in diesem Add-on komplett zerstört, weil unter der Erde von Azeroth hat ein Drache gelebt, der Todesschwinge hier heißt, und der ist eben losgebrochen und die gesamte Welt ist eben zerstört. Alle Gebiete, die man gekannt hat als Spieler, sind verändert. Sie sind erkennbar, aber eben ganz anders. Zum Beispiel, das coolste Beispiel in meinen Augen ist immer die 1000 Nadeln. Das war früher so ein Canyon, so ein riesen tiefer Canyon, da waren so bis halt auf Erdhöhe sozusagen immer so Steintürme, ja? Das waren die 1000 Nadeln. Okay. Und auf diesen Steintürmen haben Leute gewohnt, im Canyon waren so Zentauren angesiedelt und so weiter. Und dieser Canyon ist komplett geflutet jetzt. Das heißt, es ist ein riesengroßer Fluss jetzt und diese Nadeln ragen noch ab und zu wie so kleine Inseln raus. Oh, ja. Und es ist ja cool, wie halt diese Veränderung der Welt eben, wie man das Gebiet kennt, so beeinflusst. Und direkt hinter dem Canyon kam eine Wüste. Diese Wüste ist eine riesen Oase, also es ist halt schon sehr clever gemacht. Ja, also ich habe ja ein bisschen reingelesen, deswegen, die neuen Charakterklassen werden ja auch mit so passenden Quests eingeführt, also irgendwie, dass man den Untergang seiner Heimat miterlebt. Genau, richtig. Durch diesen Kataklysmen und das die Welt verändert sich. Genau, das ist eben ein Punkt, aber der wichtige Punkt für mich ist eben, dass die Quest ist, sie erzählt, ohne dass du den Text liest, was passiert. Und du siehst auch einen Kontext. Zum Beispiel, ich habe jetzt gespielt und dann hieß es, geh dahin und töte 10 von den Jungs. Ja, okay, das ist noch normal. Du machst halt lieber da sind diese bösen Zwerge, die bedrohen dein Dorf. Dann haust du die und dann findest du ein Item, das heißt Geheimpläne der Zwerge irgendwie in diese Richtung. Und du hast dann dadurch die Quest, bring das zu dem Hauptmann da. Und dann musst du als nächstes losgehen und die Hauptstadt von dir verteidigen, weil du eben durch diese Pläne herausgefunden hast, dass sie einen Angriff planen. Das heißt, du siehst dann die Verbindung zwischen diesen Quests. Im Grunde ist es meistens auch nur, geh dahin und töte die hier, aber es ist super gemacht teilweise, weil du zum Beispiel in einem kleinen Flugzeug über ein Schlachtfeld geflogen und hab mit Bomben auf Zwerge geworfen. Es wird alles ein bisschen aufgelockert und vor allem, was halt für mich der riesen ausschlaggebende Grund war, wo ich gemerkt habe, das ist so viel besser als das alte World of Warcraft. Wenn du früher einen Charakter gemacht hast, ist es noch so, startest du in einem Startgebiet. Und das der Zwerge und der Gnome, die haben teilweise eins, das war für mich das ätzendste Gebiet aller Zeiten. Das war riesen weitläufig. Du hast, für die Quest musst du ewig lang laufen, das war stinköde. Und dann war das erste, was man gemacht hat, welchen Gnome oder Zwerg spielen wollte. Ich habe den erstellt, habe ihn auf Level 5 gebracht, innerhalb von seinem kleinen Minigebiet. Und dann erstmal zack ins Menschengebiet, um da weiter zu questen, das einfach so ätzend war. Ja. Und ich bin jetzt 20 nur im Zwergengebiet und ich habe Spaß. Das heißt, sie haben irgendwas richtig gemacht, weil sie haben die Wege verkürzt, du wirst so motiviert, du gehst an einen Punkt, da kriegst du 3 Quests. Und dann gehst du dahin, darüber und dann kannst du alle 3 Mal auf einem Haufen machen. So zum Beispiel, töte 10 böse Gnome, sammle noch 20 Ersatzteile, die auch da rumliegen und finde raus, was die planen. Sozusagen sowas. Und dann hast du gleich 3 Quests gemacht, steigst 1, 2 Level auf und dann heißt die nächste Quest, geh mal darüber. Dann findest du ein kleines Außenpostenlager. Und so treibt sich ganz langsam durch die Zone und du merkst gar nicht, wie du halt immer Stück für Stück vorankommst. Das habe ich auch gelesen, aber ich habe auch gelesen, dass man, also zumindest war die Einschätzung von dem Review, das ich so gelesen habe, dass halt man immer bloß in einem, also dass keine zonenübergreifenden Quests mehr da sind sozusagen, dass man immer bloß in einer Zone da ist, hier was macht und dann geht es weiter in die nächste, sodass man die Welt nicht mehr als großes Ganzes, sondern als einzelne Gebiete vorliegt. Das finde ich jetzt gar nicht, weil früher gab es auch nicht so viele zonenübergreifende Quests, meistens war es halt auch tierisch nervig, weil du musst dir vorstellen, du läufst. Damals war es also, du hast mit 30 oder 14 Reiter bekommen und du läufst dann von Punkt A in Echtzeitminuten, 20 Minuten in das andere Gebiet rein, um dann mit einem Typ zu reden und dann zurückzulatschen. Okay, das ist natürlich Spielerärgern. Also ich finde, der Punkt ist, was ich jetzt gemerkt habe, auch bei Zwerg, ich hab noch nicht beigespielt, Kataklysm, erst wieder also Level 20 ungefähr bin ich jetzt gerade mit meinem Knobpriester. Ich sehe, am Anfang war kaum was verändert von der Welt im ersten Gebiet. Und dann kam ich ins zweite Gebiet, das heißt Loch Modan, das war so ein riesengroßer See. Ja? Und da war so ein Staudamm dahinter mit so Zwergen, die sich drauf, ein bisschen wie Mount Rushmore. Und jetzt kam ich dahin, der See war weg. Da war noch so, also man sieht, dass da mal ein See war, weil es also ein bisschen feucht und Baumstämme liegen rum. Und dann laufe ich runter und sehe ich, der Staudamm hat ein Riesenloch. Ja? Mhm. Und dann bin ich schon gespannt, weil dann möchte ich wissen, als Spieler, der das Spiel kennt, wie sieht das Gebiet, das dahinter liegt, aus? Ja, weil da war so ein Sumpfland. Und ich möchte wissen, was da jetzt ist, weil da ist das ganze Wasser und muss irgendwo hin sein, ja? Und das ist halt eine andere Art von Zusammenhängen in der Welt, weil ich möchte halt wissen, wie hat es diese Veränderung der Zone die andere beeinflusst? Das fand ich auch ein gutes Konzept, was man halt so als Außenseiter mitkriegt, so dieses, die Welt neu gestalten, dadurch klingt sie, also World of Warcraft ist voller alter Hasen, so wie ich mir das außen mitkriege, und
dass die Kleinen jetzt wieder was zum Entdecken zu haben, sozusagen. Ja, weil also, zumindest wenn ich mir gedacht habe, mit jedem Addon kamen wie 5 Levels immer dazu. Oder 10, so. Am Anfang 10 die ersten beiden Mal. Das haben ja manche in einem Tag weggebracht, dann war es das wieder. Ja gut, die Hardcore, die halt irgendwie, das ist was anderes, aber. Gut, das war nicht, aber der Punkt ist auch, dadurch geben sie nicht nur mir als Kenner eine komplett neue Welt zum Spielen, sondern sie geben auch Einsteigern einfach jetzt einen viel besseren Questfluss. Es ist einfach nicht mehr so ätzend, also es war früher auch nicht ätzend, aber sagen wir so, ja, du hast kein Erfolg geworden. Es ist halt anders, weil du hast halt viel, es war viel zäher einfach. Da gibt es kleine Spiele, die heulen, es wird so casualisiert, aber das ist gar nicht der Punkt. Ich finde, das ist eine gute Änderung. Wenn ich dieses Zeug eigentlich schon mal gemacht habe und jetzt noch mehr Spaß haben als vorher, dann haben sie was richtig gemacht, ja. Und was du gesagt hast, eben auch mit diesen Startzonen, die eben dieses Phasing nutzen, also Phasing, das müsst ihr so vorstellen, ihr habt ein Gebiet und dann macht ihr eine Quest, zum Beispiel angenommen, räumt den Weg, den unsere Armee vorrücken kann. Und ihr macht diese Quest, dann rückt eure Armee vor. Aber andere Spieler sehen das immer noch so, als wäre die Armee hinten, wenn sie die Quest nicht gemacht haben. Also die Gebiete verändern sich hier auch im Spielfortschritt auch. Und ich habe noch nicht die neuen Gebiete, Stadtgebiete von den Worgen und den Goblins, die beiden neuen Rassen, gespielt. Aber ich habe halt, also Goblins habe ich mal kurz auf der Gamescom Convention angespielt, auf der Gamescom heißt es jetzt. Und Julia hat ein bisschen Worgen gespielt. Das ist schon cool gemacht. Also gerade die Goblins waren ziemlich witzig, weil die sind so ein bisschen Tüftlervolk, über die Gnome. Und dann musst du da mit so einem selbstgebauten Hot Rod aus irgendwelchen Schrottteilen rumfahren und Leute anhupen und sie in dein Auto laden, um sie zu anderen Positionen zu fahren. Also Crazy Taxi-Stil. Okay. Und die hieß auch irgendwie Crazy Goblin, irgendwie die Quest. Also es sind sehr viele Anspielungen drin. Ist World of Warcraft eher Steampunk oder ist das ein Stilbruch, so eine Quest dann? Nee, gar nicht. Also WoW ist schon sehr klassisch Fantasy, aber sie haben ja, du hast ja auch Strategiespiel gespielt, sie haben sehr viel Techno-Völker drin, weil die Goblins haben ja immer irgendwelche Mac-artigen Schredder gehabt oder Zeppeline Ich kenne bloß die Goblins aus Warcraft 2. Also, die waren halt die Selbstmörder-Kobolde, glaube ich. In Warcraft 3 war es dazu, dass die Goblins eben diese Läden schon hatten, man eben auch irgendwie technisch erweiterte Sachen kaufen konnte. Also es ist schon ungewöhnlich, aber es passt sich ins Universum rein, weil die Zwerge haben ja auch Panzer und Flugzeuge und Helikopter und so ein Zeug. Was schon eher abgefahren war, weil beim zweiten Add-on kamen die Trennei. Das ist dieses Alien-Volk sozusagen aus der Scherbenwelt und die haben sie ja mit einem Raumschiff sozusagen in der Welt landen lassen. Das war schon so ein bisschen, da haben sie ein bisschen biegen müssen, um das passend zu machen. Aber ja, gut, Aliens kannst du in das Zeitalter setzen. Ja, aber es ist kein Stilbruch in dem Sinne, es ist halt anders, weil es ist eine andere Rasse. Du bist auch bei dieser Quest noch auf der Heimatwelt der Goblins. Die sieht ganz anders aus, da ist überall Schornsteine und Zeug und also komplett anders. Und was mir halt auch gefällt an der Welt, also davor war es immer so unruhiger Waffenstillstand, hat man immer gesagt, zwischen den beiden Fraktionen, Horde und Allianz. Aber im Grunde wusste jeder, eigentlich geben sich die auf die Fresse. Weil aber das Spiel wollte unruhigen Waffenstillstand darstellen, das war halt einfach nicht möglich, sowas gescheit darzustellen. Und es ist halt gut, zum Beispiel die Horde hatte einen Anführer bisher, der hieß Thrall, das ist eine Art, so ein Schaman, und der ist relativ neutral gewesen. Also der war auch mit Jaina Broadmoor, die kennst du vielleicht aus der World of Warcraft Geschichte, wenn du World of Warcraft gespielt hast. Die waren recht gut befreundet, die waren halt, also, ja, die waren halt verbündet im Grunde. Und jetzt hat Thrall gesagt, dass nachdem dieser Kataklysmus losgebrochen ist, sind die ganzen Elemente der Erde, also Erde, Wind, Wasser, Feuer, haben jetzt ihre eigenen Gebiete auf der Welt dadurch, dass die Welt aufgebrochen ist. Und eben Thrall als Schamane ist halt sehr elementar bewandt und möchte ihn untersuchen, hat eben die Krone der Orks abgegeben an einen Typ, der heißt Garrosh Höllenschrein, ist halt total radikal. Also er hasst Menschen. Und er hat auch mal spontan gesagt, wir nehmen jetzt dieses Gebiet der Nachtelfen ein und dieses, also es sieht auch das komplett anders aus der Sicht, dass nicht nur die Welt anders ist, sondern auch die Städte sind anders besetzt. Ja, und die Menschen haben jetzt eh schon seit dem letzten Jahr einen König, der sehr anti-Ork ist, weil er als Kind von Orks gefangen gehalten wurde und als Gladiator ausgebildet wurde. Und das heißt, da gibt es ordentlich hier so ein bisschen. Das war auch ein Plotpunkt am Anfang von Warcraft 3, oder? Ja, genau. Die Orks ausbrechen mussten. Genau, die Varian Wrynn. Und das halt. Es gibt halt allgemein diese Spannung, weil man merkt schon am Anfang des Spiels, Ressourcen werden auch knapper logischerweise und es gibt eben viel mehr also die Fraktionen hassen sich wieder viel mehr. Sogar intern gibt es Krise so ein bisschen anscheinend zwischen, habe ich gemerkt, zum Beispiel die Gnome wurden die haben früher bei den Zwergen in der Hauptstadt gewohnt, die wurden verbannt aus irgendeinem Grund. Das finde ich eh cool. Ich finde es immer schade, wenn man dieses
Demokraten und Republikanerartige hat, wenn man bloß zwei Großparteien hat. Das ist doch eigentlich viel interessanter, wenn du mehrere Splitterparteien hast oder mehrere Interessensparteien, wie Bündnisse einfach mal wachsen und so. Gut, das ist natürlich im Rollenspiel, in so einem Spiel wahrscheinlich blöder umzusetzen, aber. Ja, aber man merkt's schon, zum Beispiel, wenn man Taure spielt, die sind ja im Grunde mehr neutral, die haben ja der Rolle mehr so eine Zwecksgemeinschaft, ja. Aber zum Beispiel, ich habe auch das Rollenspielbuch zu Battle of Warcraft, da wird das Ganze ein bisschen mehr aufgeschlüsselt, das macht auch viel mehr Sinn, weil im Grunde ist es schon so in dem Buch, dass ein Hordler ruhig durch eine Einheit laufen kann. Aber es kommt halt immer auch auf wie halt wir das aufnehmen. Es gibt immer solche und solche in verschiedenen Völkern. Also sie haben es schon ganz gut umgesetzt so. Und ich finde es halt auch spannend, dass wirklich jetzt dass die Gebiete anders belegt sind, teilweise von den Völkern. Es gibt nämlich ein Gebiet, das ist ziemlich abgefahren. Das sind so zwei kleine Städte in so einem Hügelland. Die eine heißt Terrence Mühle und das andere waren die Süderstale. Ich habe mich schon an die deutschen Begriffe gewohnt, als damals die von Englisch auf Deutsch umgestellt wurden. Fand ich es frevel, das sind nur die deutschen Wörter. Und das waren immer so kleine PvP-Gebiete. Also da waren ziemlich, da war Level 30, 40 waren unterwegs, aber waren immer High-Level-Spielen, haben sich von den beiden Städten, die sie recht miteinander waren, auf die Fresse gegeben. Und jetzt ist es so, dass getauscht wurde sozusagen. Also jetzt hat die Horde diese Süderstaade eingenommen und die Allianz hat sich dann dafür Terrence Mühle erkämpft irgendwie. Da bin ich echt gespannt, wie es da ausschaut. Und im selben Gebiet kann man Plants vs. Zombies spielen. Nein, echt. Es gibt eine Quest jetzt irgendwie Pflanzen gegen Geißel und dann haben sie 1:1 mit der WoW-Engine Plants vs. Zombies nachgebaut, dass du Pflanzen hinzaubern musst, die dann auf die anrückenden Untotenhorden schießen. Also super, das ist eigentlich ganz cool, die Idee. Das ist generell viele Minigames eingebaut. Ja, also das haben sie auch schon bei Wrath of the Lich King gemacht. Also dass sie eben so versuchen, das ein bisschen aufzulockern, indem sie einfach irgendwie mal was anderes reinmachen, dass du auch mit Fahrzeugen rumfährst, haben sie damals eingeführt. Und was auch ziemlich cool war jetzt, ich hatte eine Quest, da musste ich überhaupt nicht kämpfen. Es gibt eine Rasse, die heißt Murlocs, das sind so Wasserwesen, und die wollten sich mit so Knollen verbünden. Und meine Aufgabe war es dann, nimm diesen Fake-Busch und dieses Aphrodisiakum, geh, dann musst du diesen Busch überziehen und mich dann durch das Lager von diesen Murlocs durchschleichen, was ulkig aussah ohne Ende, und dann musste ich die Botschafter von den Knollen mit diesem Aphrodisiakum besprühen, dass die da voll böse werden, die angreifen. Das war halt total witzig halt von der Idee. So, jetzt mal, apropos witzig, wenn wir also in die Außenseite Frage stellen, gibt es diese Nachtelfen-Irokesen-Granate wirklich, von der ich mal irgendwo die gehört? Gibt es wirklich, ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade noch drin war. Also, sie war natürlich erst nur ein Insider-Gag von der Werbung. Ja. Wenn ihr es nicht kennt, es gab eine Werbung mit Mr. T, dass er eben, also es gibt ja diese WoW-Werbung so, ich bin Ozzy Osbourne, ich spiele das und das, ich bin Smulu von den Fantastischen Vier, ich spiele das und das, und Mr. T spielt einen Nachtelfen-Irokesen, eigentlich ein Krieger, aber war halt Nachtelf mit Irokese. Also ist Mr. T ein Hacker und konnte das ändern. Ja, und ich glaube zum 5. Geburtstag von WoW letztes Jahr gab es dann in den Hauptstädten Händler, die haben diese Irokesen-Granate verkauft, die hast du dann geworfen und hat es puff gemacht und alle im Umkreis haben einen kleinen Schwächungszauber bekommen, haben eben diesen riesen Kopf gehabt. Und es sah halt super aus, weil der Kopf war bei Gnomen so groß wie der Rest vom Körper. Es sah super aus. War. Also sie geben sich schon Mühe, dass sie da auch ein bisschen... Die WoW-Welt ist ja keine so düstere Welt. Nochmal im Vergleich, Warhammer ist ja sehr düster. Und Warhammer sind eigentlich alle böse. Fast, wenn man alle fragt, ja, jeder hat so die dunklen Seiten. Auch. Ich bin ja bei Warhammer jetzt gut fast 15 Jahre dabei. Und also es war... Mitte der 90er war es nicht ganz so schlimm, da war das Imperium gut, die Hochelfen gut, aber es mit der Umstellung, mit dann nach und nach wurde es immer düsterer. Da hatten dann alle, also zwischen den Zeilen war schon immer ein bisschen was da, aber also mittlerweile ist die Warhammer-Welt einfach noch dreckig und grausam. Ja eben, genau, ich habe ja Warhammer Online gespielt und da hat man echt das Gefühl, auch die Menschen, die sind gar nicht so gut, also das Imperium, ja, die sind schon so kreuzzugsmäßig unterwegs und so. Und WoW, also das sind alles ein bisschen auf die leichte Schulter manchmal und das ist halt auch, denkst du, diese Gag-Quests, die Rassen sind auch, also gerade die Goblins und die Gnome sind halt eher die Witzklassen und es ist schon gut gelöst. Ich meine, man muss ja nicht immer so bierernst sein und klar fragen. Comic Relief ist wichtig. Und dann sagen auch viele, gut, manche fühlen sich ein bisschen rausgerissen, weil es gerade das zweite Add-on war sehr abgefahren, weil da ging es ja in diese Scherbe, so eine zweite, so eine Paralleldimension theoretisch zu Azeroth, da kommen auch ursprünglich die Orks her. Und da gab es dann ein Goblin-Gebiet, das war in so einer Art Nether-Gewittersturm, so, wo einzelne Brocken rumschwirren. Und da gab es eben die Area 52. Da waren so Goblins mit so schwarzen Anzügen und die an einer Rakete abwerkeln. Und wenn du rausläufst, dann hast du ganz kurz oben so einen Schwächenzauber bekommen, der hat dann gesagt, wenn du rüberfährst als Tooltip, du wurdest geblitzt, Dings, du kannst dich an nichts mehr erinnern. Also großartig. Weißt du, das finde ich cool, solche Ideen, aber Blizzard liebt ja so hip-hop-kulturellen Anspielungen. Ja, immer. Die Woche ist ja die offizielle Cheatlist für StarCraft 2 rausgegangen. Ah. Und das waren ja lauter solche Dinge. Handshot First war zum Beispiel einer. Ich weiß nicht mehr, was er brachte. Und also
Da war ein Popkultur-Gag nach dem anderen. Ja, von den Kids. Sie referieren sich auch mal selber. Zum Beispiel, ich glaube, war es in StarCraft 1 oder in Warcraft 3, dass es eben einen Cheat gab, There is no Cow-Level. Das war in StarCraft 1 und das war das ominöse Cow-Level aus Diablo. Genau. Oder das dann auch wirklich kam in Diablo 2. Und ich habe ja einen Entwickler gefragt an der Gamescom, wird es ein Cow-Level geben? Und so, wer weiß. Und es gibt auch in World of Warcraft nur den Tipp des Tages im Ladebildschirm. Und einer ist auch bei World of Warcraft, es gibt wirklich kein Cool-Level. Also sie machen auch schon viel mit dir, mit sich selber und humormäßig. Und zum Beispiel, ich weiß nicht, was Warcraft 3, du kannst irgendein Gebäude anklicken, dann hat es ein Geräusch gemacht, so Bück. Und es hat es das Bück gemacht, also einen höheren Ton. Und wenn du zum richtigen Rhythmus geklickt hast, hat es volles Geräusch gemacht. Das ist super, also einfach auf die Idee zu kommen. Aber man muss halt aufpassen, dass die Gags nicht zum Selbstzweck verkommen, ja, genau. So wie es bei Shrek 2 und 3 passiert ist einfach. Das war dann irgendwann, kam noch Story, sondern einfach wir rein einen Gag nach dem anderen und wollen miteinander. WoW ist dennoch immer noch episch, finde ich. Also auch wenn es natürlich diesen Comic Relief hat, ist immer noch episch genug, um mir eine Welt zu bieten, die mir gefällt. Das ist einfach so am Rande passiert auch ab und zu Sachen, die einfach witzig sind. Zum Beispiel, jetzt war ich, musste ich in so eine Ausgrabungsstätte, dann hieß es, da sind uns zu viele Monster gerade drin, wir brauchen auch die Daten von diesen drei Relikten. Geh da rein und schau dir die mal an. Dann musst du durchlaufen und halt die finden. Und dann hieß es eine, irgendwie so, die Statue mit der jetzt komisch bekleideten Dame. Ja, und dann waren halt immer so Bruchstücke von diesen Statuen im Boden versenkt. Und dann war es, komm ich da wieder hin, und dann hängt da so ein Stück von der Freiheitsstatue raus. Also eine Andeutungsweise, man hatte so die Krone gesehen und so. Und dann so, okay, seltsam. Also wie gesagt, ich kann auch noch gar nicht sagen, ich meine, ich rede es gerade nur von diesem Zeug, was sie mit der alten Welt gemacht haben, aber es geht ja noch viel weiter. Sie haben ja zwei neue Rassen und neue Rassenklassenkombinationen gemacht, wovon auch manche ein bisschen seltsam sind, aber... Das sagt man sich ja gar nicht, was da... Also zum Beispiel, es ist so, dass eben... Früher konnten Nachtelfen nie Magier machen, weil die Nachtelfen haben eigentlich Hass gegen arkane Magie. Mhm. Weil die Blutelfen haben sich, also die Nachtelfen kommen aus derselben Rasse und die haben sich früher getrennt, weil die Blutelfen, damals als hießen noch Hochelfen, eben dann die Magie über die Natur gesetzt haben und dann wurden sie eben so korrupt und bla und magiesüchtig. Und darum hassen eigentlich die Nachtelfen Magie, aber das kannst du auch Nachtelfen-Magier machen. Das finde ich zum Beispiel nicht so gut von der Lore her die Wahl. Dass man Zwergenschamanen machen kann, das kann man irgendwie verstehen, weil Zwerge haben ja auch diese mit dieser Erde so hängen da irgendwie zusammen, das kann ich verstehen, die waren ja auch immer so göttliche Wesen irgendwie. Und man kann es jetzt auch, es gibt ja die Paladine, das sagt ja schon was. Blutelfen-Paladine war schon so, Zwergen-Paladine, klar, Mensch-Paladine, sicher, aber Tauben-Paladine ist schon... Seltsam irgendwie. Ja, aber wie heißt der Entwickler gesagt? Werden diese Neuerungen dann irgendwie... Mit Hintergrund, mit Story belegt oder irgendwas? Das weiß ich eben nicht, keine Ahnung. Ob die Nachtelfen irgendwie in Magie gekommen sind oder in die Notwendigkeit für Magie? Das ist eine gute Idee, weil da die ganzen Startgebiete ja alle bearbeitet wurden, kannst du das stimmt, das kann natürlich sein. Weil zum Beispiel, ich habe jetzt meinen Gnomen gespielt und früher war es so, dass man eben einfach mit den Zwergen in seinem Gebiet gestartet hat. Und die alte Hauptstadt der Gnome, Gnomeregan, war immer so eine Hochlevel, also nicht so ein Hochlevel, aber halt so ein Dungeon, wo man mit 5 Leuten rein konnte und eben den neuen Herrscher von dieser Stadt überwältigen konnte. Und das Gnomenspiel ging damit los. Ich habe in dieser Stadt angefangen und habe die gnomischen Kämpfer im Kampf um diese Stadt unterstützt, sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mich in der Zeit rausgekämpft und dann ist durch dieses Phasing vor dieser Gnomeregan-Stadt eine neue Tüftlerstadt entstanden, Stück für Stück. Und das fand ich halt echt auch schon cool. Also wurde auch ein bisschen, es wurde nicht erklärt, warum ich einmal als Gnome Priester sein kann, aber gut, ich meine, Priester ist jetzt nicht so, aber wenn es halt so wird, mit Glauben zu nennen wie Paladin, warum ist die Tauren auf einmal von ihrer Natur ablassen und das heilige Licht haben, weiß ich auch nicht. Aber der Business-Entwickler gemeint, er kann endlich jetzt sagen, holy cow. Super. Und ich habe noch gar nicht diesen neuen Bereich angeguckt, weil eigentlich habe ich gedacht, ich möchte erst meinen alten Level 80 Charakter auf 85 bringen und dann einen neuen anfangen, aber hat mich so einen Finger gereist, die Welt zu sehen, einfach die neue. Und dann, also wie gesagt, wenn ihr noch nicht WoW spielt, ihr habt Zeit, schaut es euch mal an. Jetzt ist der beste Zeitpunkt dafür, noch besser als vom Let's Night On, weil die alte Welt ist komplett neu. Ihr startet mit den gleichen Voraussetzungen wie alle anderen Gründe. Es macht super viel Spaß. Wenn ihr WoW nicht mögt, dann kann ich euch dazu nicht überreden, es zu spielen oder es zu mögen. Hasser werden immer hassen. Aber wenn ihr davor gesagt habt, ihr mögt dieses Spiel nicht, weil es immer das gleiche ist, dann sage ich euch, schaut es euch nochmal an. Wenn ihr es nicht mögt, weil ihr allgemein Rollenspiel nicht mögt oder... Also irgendeine andere Gründe, wenn ihr gesagt habt, euch ist es zu öde, weil immer das gleiche ist, schaut es euch nochmal an. Jetzt ist die beste Gelegenheit.
Jo, das war das Cataclysm-Thema, wo ich dich so ein bisschen rieseln musste. Siehst du World of Warcraft irgendwie bedroht durch andere Online-Spiele, also jetzt Final Fantasy XIV, was ankommt oder so? Final Fantasy XIV hat das Riesenproblem, es ist zu japanisch. Es ist so trocken und komplex und grindig, dass ein westlicher Spieler mit überhaupt nichts anfangen kann. Mhm. Es ist auch, WoW nimmt dich so schnell in die Hand und führt dich, was bei so einem komplexen Spiel wirklich wichtig ist. Und Final Fantasy XIV ist Boots, mach. Also ich habe ja auch den Elfer angespielt. Ja. Hatte einen kostenlosen Monat. Da habe ich also Demo angespielt. Also ich hätte Final Fantasy XI gern gehabt und ich hätte auch Warhammer Online gern gehabt. Und wie gesagt, das ist einerseits unser Zeitproblem und irgendwie. Nee. Also ich habe Final Fantasy XI erstmal die Steuerung ging gar nicht und braucht ein Pad dazu. Man hat es genau gemerkt, dass es für die Konsole entwickelt wurde. Also jetzt XI. XI. Und ich habe überhaupt nicht kapiert, was ich machen muss. Es war so komplex, es war so Wahnsinn. Ich habe es auf der Games Convention damals noch angespielt, mit dem Pad, dann ging es eigentlich. Aber ich saß davor und ich habe nichts verstanden. Ich war total überfordert. Und so wie was ich lese von Final Fantasy XIV, die Japaner gehen voll drauf ab. Aber die Westler ist halt einfach das falsche Spiel, soll ich das sehen. Ja, kostet im Moment noch zu viel. Probieren werde ich es vielleicht schon irgendwann mal zumindest. Aber und ja, es ist ja nicht so, dass sobald ein Online-Rollenspiel 150 feste Abonnenten hat, ist es ein... 150 aktive Spieler hat sich schon gelohnt. Ja? Okay. Und das ist anscheinend eine Hürde, die relativ viele Spiele momentan haben. Zum Beispiel Ion lief ganz gut, Heldering Online hat viele Spieler, das ist mittlerweile kostenlos. Das habe ich gelesen, ja, das Free-to-Play heißt das. Das war auch. Und die finanzieren sich dann meistens über irgendwelche Bonus. Mikrotransaktionen. Du musst es nicht kaufen, aber wenn du es kaufst, hast du einen Vorteil. Ja. Also halt kein Vorteil im Sinn von, wir geben dir dieses riesengroße Schwert, das kein anderer hat, das du nicht zahlst, sondern du kriegst halt doppelte Erfahrungspunkte für eine Zeit lang. Ich habe Herr Dring gespielt, mir hat es nicht gefallen, weil es ist sehr. Wenn es ein Solo-RPG wäre, man würde es nicht merken, weil man kann es auch komplett. Es ist sehr storylastig, was in dieser Welt wirklich optimal ist. Leute, die das spielen wollen, die wollen in dieser Welt versinken, ja. Ja. Aber mir war es dann zu wenig MMO im RPG sozusagen. Das einzige Jahr, was halt war, ich habe dann einen Elben gemacht und der war Barde. Das war Bardenspiel, fand ich ziemlich cool. Und einer seiner ersten Skills war so ein Schrei, ja, so. Hat er geschrien. Und einer von den ersten Dingen waren so Schnecken. Und da ich, wenn mich einer nach meinem besten MMO-Erlebnis sagt, dann kommt darunter bestimmt auch vor, dass ich Schnecken totschlagen konnte. Aber er hat diese Laute in der Hand, geht hin, und ich denke, bam, 150 Schaden, keine Ahnung. Einer der besten Momente aller Zeiten. Mein bestes MMO-Erlebnis sind noch Ultima Online-Zeiten. Also, ja. Aber ich war halt wirklich auf Rollenspielschatz unterwegs und da hast du halt manchmal Abende gehabt und du spielst die Leute an und es ergibt sich was und Schlägereien auf der Parkbank oder was weiß ich. Da war halt meistens ein Startplatz, wo sie irgendwie gewusst haben, da treffen sich die Leute abends, da geht man hin, da hockt man sich hin. Und dann ist das so. Also das ist halt das, was ich immer noch suche, aber das ist... Das hat sich halt nicht durchgesucht, ja. Es gibt ja noch Ultima Online Charts, also 7 kann ich sehr empfehlen, die legen viel Wert auf Rollenspiele. Die sind ja mittlerweile eigentlich frei mittlerweile, oder? Es gibt gar keinen mehr, davon 3 wahrscheinlich. Ja, kannst überall eigentlich gratis runterladen und also die wollen halt, dass man sich mit ihrer Welt beschäftigt, aber das sterben halt auch langsam aus. In den Hochzeiten hast du 30 aktive Spieler online und das ist halt viel. Ich muss euch gerade off-topic anmelden, wenn ihr das Loch hier seht in meinem Pulli, es tut mir sehr leid, aber ich liebe diesen Pulli, der hat ein Loch da. Ja, ich sehe abgefallen, ist aber beachte auch den schönen Adventskranz, aber egal. Was ich dazu noch sagen wollte, aber ja, bei WoW war es früher nicht anders. Man eben wusste, ich kann es abziehen, diese Taverne gehen, dann kann ich andere Spiele treffen, die Rollenspiel machen. Ist mittlerweile, das kann daran liegen, dass ich persönlich auch nicht mehr so suche, weil ich halt an dem Spiel an sich so viel Freude habe, dass ich kaum noch zum Rollenspielen komme. Aber ich mache mir auch immer Gedanken, wenn ich Charaktere erstelle. Also ich habe zum Beispiel eine Story, wenn ich durch all meine Charaktere durchziehe. Und ich mache mir auch ein bisschen Gedanken dann. Zum Beispiel mein allererster Charakter, mein allererster, war eine Schurkin, eine Nachhaltig-Schurkin, die hieß Yoroyumi. Und ich habe die bis 20 gespielt, aufgehört, weil es zwar nur ein geliehener Account. Und mein zweiter Charakter, den ich dann richtig gespielt habe, zum ersten Mal also bis Level 40, ist auch nicht viel, was man so überlegt. Aber das war eine untote Magierin, die habe ich auch Yoroyumi genannt. Und da habe ich noch Rollenspiel gemacht zu der Zeit. Das heißt, ich habe dann sie so gespielt, dass sie eben eine untote Elf ist, also eine Banshee, und dass sie eben ihren Unterschlag noch nicht anerkennt, aber ihre Mörderin finden möchte. Und dann habe ich später eine Todesritterin angefangen, zur Lich King-Zeit, wo man neue Klassen machen, Todesritter, und das war eben auch Yoroyumi. Sozusagen, dass sie eben dann im so aufgestiegen ist von der normalen Untoten zu diesem Todesritter und dann eben, ja. Und ich schaue, dass halt andere Charaktere in Verbindung haben. Und zum Beispiel, eine Freundin von mir hat einen Druiden gespielt, die hieß Firael. Also die Druiden hieß Firael und ich spiele halt dann Charakter nach Historiel. Und die Story-mäßig soll halt irgendwie ihr Bruder sein sozusagen. Und
die ihre Schwester sucht, weil ich habe immer hinter ihr hergelevelt, weil ich war so 20 Jahre immer hinter ihr. Und dann habe ich halt das Story jetzt umsetzen können. Also ich bin auch so ein Nerd, weil so Lore hat dann Spaß, um so auszudenken. Es ist auch nicht so, dass ich die Faszination am Grind nicht so nachvollziehen kann. Ich habe den ultimativen MMO-Simulator gespielt, Final Fantasy XII. Final Fantasy XII ist genau wie ein MMO. Wenn ihr das Geld nicht habt für ein MMO, kauft euch für die PS2. Final Fantasy XII ist A, ein sehr gutes Spiel, hat eine super Optik für damals und es ist halt wie ein MMO. Es spielt sich genau gleich. Ja, richtig. Also und es hat dann schon Spaß gemacht. Also irgendwann hat es mich natürlich genervt. Also vor allem, ich weiß gar nicht, Zodiac Lance, Zodiac Spear hatte die beste Waffe gegangen. Die gab es einmal im Spiel so, wenn du drei Truhen irgendwie nicht aufgemacht hast, die nicht gekennzeichnet waren. Und dann konntest du sie noch aus einer Truhe ziehen, wo sie in der Chance in 1 zu 1000 kommt. Gab ein YouTube-Video 11 Stunden hin und her und hin. Oh und her Gott. Und her. Also es war nicht 11 Stunden lang, aber zumindest nach einer Aussage 11 Stunden lang. Das habe ich dann nicht mehr mitgemacht, aber zumindest hier und da ein paar seltene Gegenstände. Aber das sind halt so Sachen, die musst du dokumentiert haben, die findest du selber nicht. Ja, es ist ja bei WoW ist ja, nimmt ja vieles auch einfach die Community ab. Es ist ja, wenn die Community hinter dem Spiel steckt, dann gibt es eigentlich alles. Ja. Aber ich muss mal sagen, ich habe Final Fantasy 12 zweimal durchgespielt und beim zweiten Mal, wo ich mich aufs Grinden und auf Sachen suchen, hat es mir mehr Spaß gemacht als beim ersten Mal. Ich glaube, ich habe es gar nicht ganz durchgespielt. Aber was halt echt so richtig MMO-ig war, waren diese Steckbrief, diese Wanted-Mission, glaube ich, wo in deine Gilde die Mob-Hunts, genau. Das war schon auch die gesamte, mit den Buffs, also Debuffs, hieß da auch Buffs und Debuffs oder halt also zumindest Zauber und so Zeug. Grünmagie, Schwarzmagie und so, aber die also das Vokabular in den Guides war Buffen, Debuffen. Genau, und ja. Und genau, also es hat vom System her genau gleich. Aber gut, dann kommen wir gerade zum dritten Segment, nämlich zum Now Playing, was wir gerade spielen. Und manchmal gibt es sogar ein Spiel, das überschneidet sich so halb bei uns beiden, das ist nicht Black Ops, dein erster Konsolenshooter, oder? Also ich habe mal ein bisschen Half-Life auf der PS2 gespielt, was mein Bruder hatte, aber also weil mir langweilig war und ich Weihnachten daheim war und sonst nichts da war. Und ich dachte, ich kann mal wieder Half-Life spielen, aber ja, der erste Konsolenspieler, den ich ernsthaft spiele. Hast du eigentlich überhaupt jemals schon den Singleplayer-Modus dieses Spiels gespielt? Die erste Mission mit Castro. Bei mir war es auch so, ich hab das Spiel gekauft und dann habe ich direkt online gespielt und ich bin auch jetzt bei der vierten Mission oder so, weil wenn ich das Spiel spiele, ich es online, weil es ist einfach, man muss dazu sagen, es ist es funktioniert einfach eigentlich bis ein paar Ausfälle super. Es ist so, ist so befriedigend, dieses Spiel. Wenn du einfach, ich habe es gemerkt bei Halo, wenn ich einen in den Kopf schieße, dann möchte ich da, puff, plus 50, Headshot. Und, das macht einfach so viel Spaß, wenn man die ganzen Sachen falsch spielen muss. Und ich meine, du hast ja als Anfang jetzt nicht so die mega hohen Killzahlen meist, aber du hast ja auch meistens dann. Also ich habe total meinen Spaß. Ja, also vor allem mit Freunden fahren Spiel, finde ich. Das zum einen das, zum anderen ist es ja jede neue Killcount, wenn er wieder gestiegen ist, ist ja auch ein gewisses Erfolgslevel. Ja. Und also ich habe Spaß im Spielen und nicht dieses Verbissene, so. Das habe ich manchmal bei manchen, was ich bei manchen irgendwie merke. Das habe ich manchmal auch, aber nur manchmal. Also wenn ich dann, ich glaube Dienstag war es, wir haben Dienstag immer unseren Black Ops Tag. Da haben wir gespielt und nachdem wir uns vierte Mal richtig auf den Ohr gekriegt haben, habe ich mir gedacht so, oh, da war ich, dann ja, ich gehe jetzt. Da bin ich aber auch dann mal gegangen. Da war auch die Luft irgendwie raus. Das ist einfach dieses Pech hast und wirklich nacheinander halt. Weißt du, es ist ja auch so. Du merkst, also ich habe kein Problem, wenn ich gegen Leute spiele, wo ich merke, die sind wirklich einfach besser. Die wissen, wo sie laufen müssen, um mich zu flankieren. Die schießen besser. Ich habe nur so, wenn ich gegen Leute spiele, wo ich merke, die lamen das raus, die sitzen in einem Eck und warten. Ja. Und die Technik ist effizient, aber ich mag's halt nicht. Also haben Vizzy und ich gegen Leute gespielt, die waren aus einem Clan. Die waren so gut. Der eine hat 5 gegen diese Epic-Leute. Ja, wo uns wohl die Dinge, die Hunde kamen und dann das Gunship und die waren so mächtig, aber. Wo wir das Gunship 15 Kills hinnehmen mussten oder irgend sowas. Ja, nee, das war das andere Mal. Das war auf Jungle. Ja. Und weißt du, wenn der Stil war gut, wenn Leute so spielen, dann ist okay. Nö. Aber wenn ich halt ausgelenkt werde oder merke, oder es ist vielleicht hoch nicht so zu sagen, wenn ich merke, der andere ist schlechter, aber ich sterbe andauernd, weil ich dann so verbissen werde, dass ich diesen Typ unbedingt töten möchte und dann, wenn mich immer kriegt, dann weiß ich, jetzt sollte ich mal ein bisschen aufhören wieder oder runterkommen. Es ist ja so, wir sollten einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Modi spielen, die nicht nur Team Deathmatch sind, weil hab ich nichts dagegen. Es gibt diesen coolen Modus, der heißt Moshpit, also früher ist er Moshpit, also Team Tactical, wo man eben auch mal Capture the Flag kriegt und so Zeug. Und das Schöne ist, dass man, wenn man als Team da arbeitet, dann ist man wirklich überlegen, weil... Ja, wir haben ja mit was, ich weiß nicht, ob du dabei warst. Domination haben wir. Nein, es ist auch... Ich muss mir wirklich noch an die Xbox-Steuerung gewöhnen. Ich war bisher ein PS-Junge und
Shooter, Konsole, neue Steuerung, also aber es wird immer besser, ich merk's besser. Und es ist auch nicht so, dass ich den Singleplayer-Modus nicht spielen möchte. Ich gewohne mich halt einfach, ich muss mein Zeitmanagement noch jetzt als neuer Berufstätiger verbessern, sagen wir so. Also früher war es ja so, also es sind immer noch Warfare-Zeiten, als ich nicht WoW gespielt habe. Oder sogar Alter, ich glaube, WoW noch. Wir haben Lizzie und ich dreimal, viermal die Woche ein Ding gespielt, Modern Warfare. Und zwar immer Sonntagabends, Montagabends, Dienstagabends und Donnerstagabends. Aber das habe ich auch nicht mehr. Also ich spiele es meistens noch dienstags. Das reicht mir meistens auch momentan. Nicht, weil ich spiele, wie schlecht das ist, aber weil ich gerade echt viele andere spielen möchte. Es ist ja auch nicht, wenn wir dann mit Black Ops fertig sind, ich habe ein anderes Spiel, das ich dann auch noch spiele. Ja, genau. Also dienstags ist meistens echt schön. Ich weiß, ich kann bis um 12 Uhr nach mit den Jungs da drin sitzen und dann Black Ops spielen. Das ist schon ganz cool. Und was mir auch aufgefallen ist, bei Black Ops am Anfang geht man da rein und man denkt sich so, ich werde diese Map niemals verstehen. Und du spielst, also hab's nicht... Also bei Modern Warfare ist am Ende so gemacht, wenn neue Maps dazu kamen, bei Map-Pack, ich bin rein, hab's mir angeguckt. Wirklich jeden Punkt angeguckt. Mhm. Und bei Black Ops war es so, ich hab's gespielt, und irgendwann weißt du automatisch, was du hast. Also, das ist sehr einprägsam, finde ich. Es gibt wenig Ecken, die gleich aussehen. Es gibt also auf Hanoi, habe ich ein bisschen Probleme ab und zu noch, weil da alles halt dunkel ist. Ich habe ja kaum gespielt, muss ich sagen. Also, was sehr einprägsam für mich war Firing Range. Ja, die ist großartig irgendwie. Also mein Lieblings ist sowieso Firing Range. Havanna finde ich noch gut, außer da kann man halt schon sehr cheap sein. Wenn also Havanna ist halt ein Sniper-Level. Du musst halt aufpassen, du darfst halt echt nicht in diese Straßenmitte sein, sondern halt diesen Zirkel aufmachen, den ich immer mache. So also was ich nicht ausspielen kann, ist Villa, die Map ist irgendwie viel zu groß. Ich weiß, das geht noch, für die ist gar nicht so groß. Was nicht cool, was viel dann waren wir bloß so wenig der letzten Mal. Ja, waren wir 3 gegen 4, weißt du. Ja also, da bin ich 5 Minuten rumgelaufen und niemanden getroffen. Also Lounge finde ich super. Weil das ist cool, ich mag halt irgendwie auch so ein bisschen symmetrische Maps, weil die ist ja auch recht symmetrisch. Und ich mag noch Weapons of Mass Destruction, wie im WMD. Das war so eine Map, die ich am Anfang gar nicht gemacht, aber die geht auch. Eigentlich ist es keine wirklich richtig schlechte Map, habe ich das Gefühl. Das sind sehr solide Maps dabei. Nuketown macht natürlich Spaß. Nuketown ist eine Hassliebe. Also eigentlich mag ich die Map überhaupt nicht. Wenn sie mal kommt, spiele ich sie schon. Nuketown ist halt ein Fun-Map in gewisser Weise. Ja, es ist wie Red Pack aus Half-Life. Ja, doch. Genau, irgendwie sowas. Der Punkt war am Anfang, was halt schrecklich ist. Sie haben es mit mal gefixt. Du weißt ja, wenn ein Spiel vorbei ist, dann kann man voten. Nehme ich jetzt die nächste Map, die vorher genommen hat, oder random? Früher konnte man unbegrenzt off previous nehmen. Ich war in Lobbys, wo 10-mal in Folge Nuketown gespielt wurde. Ja, es war ätzend. Was mir am Anfang gar nicht voll geschwungen hat bei Black Ops im Vergleich zu Modern Warfare 2, die Maps sind eigentlich alle so, sie haben sehr wenig offene Felder. Du bist eigentlich immer irgendwie, es ist ein relativ close quarter, wenn man so nimmt, finde ich. Also Cracked ist sehr offen, Array ist recht offen. Ja, doch. Aber sonst, wenn man überlegt, so Villa, Havanna, Hanoi, die sind alles, wenn du kannst dich komplett um die Map bewegen und du bist kein einziges Mal richtig auf dem Gelände. Wobei ich eigentlich gar nichts dagegen habe, wenn auch mal ein paar offene Stellen dabei sind. Snipern gehört auch zu Shootern dazu, auch wenn es verpönt ist oder so. Aber gut, Snipern ist auch ein Skill. Das war der Punkt, was mich halt so tierisch. Ich habe mir am Ende von meinem Warfare-Zeug mir angewöhnt, gut zu snipen. Da kommt man so Techniken anwenden, die hieß Quickscoping. Das war natürlich sehr mächtig, aber auch sehr schwer zu Technik. Man muss das theoretisch in die Sniper reingezoomt. Und sobald der Bildschirm schwarz wird, ja, hast du abgedrückt, das wurde weggemacht. Mhm. Weil du weißt, sobald das Zielfernrohr drin ist, hast du genau mit dem Erdschuss genau das Zielkreuz. Das heißt, du hast ihn justiert, den Gegner, rangezoomt, abgedrückt, weggemacht. Das heißt, du musst diesen Rhythmus haben und es ist nicht leicht, weil du musst ja mit diesem riesen Fadenkreuz mit dem Sniper Rifle zielen und dann wissen, wo die Mitte ist, ja. Mhm. Du, wenn du es halt konntest du halt locker Leute so, weghauen. Aber es war halt Skill notwendig. Und das haben sie dadurch entschärft, dass du zum einen mal früher dieser Perk Sleight of Hand hat in der Pro-Variante gemacht, dass du schneller anlegen kannst. Was dafür nötig war, für dieses Quickscopen. Jetzt macht dieser Perk immer noch. Aber er sagt, alle Waffen ohne Zoom-Aufsatz. Okay. Das heißt, es geht zum einen mal nicht mehr um, wenn du eine Sniper-Rifle anlegst. Es ist jetzt mittlerweile so, dass eben einmal kurz diesen hier machst, sozusagen der Akt, das auf die Schulter legen, halt dargestellt wird. Und das war eben damals nicht. Das heißt, ich kann nicht mehr snipen in diesem Spiel. Hut aber alle, die es gut können. Ich kann es nicht mehr. Es ist einfach so mega schwer. Ja, ich war nie ein Sniper. Also,
Das letzte Mal, dass ich regelmäßig gesniped habe, das war noch Half-Life 1 mit der Armbrust. Ja. Was, welches Spiel? Unreal Tournament fand ich auch noch ganz cool, da kann man auch ziemlich abgeben. Unreal Tournament, da gab es die Sniper-Map, Opposing Worlds oder so. Facing Worlds. Nee, oder, ja, irgendwie Facing Worlds, das ist Capture Flag Map mit diesem riesen Turm, wo das, sich da alle... Da hat es auch einfach Spaß gemacht. Ja, irgendwie. Immer, oh, lauf dann, bam, lauf dann, bam, das war schon cool. Hieß die Facing Worlds? Irgendwie sowas. Ja, ich dachte Opposing Worlds, aber... keine Ahnung. Ja, irgendwie sowas in diese Richtung, auf jeden Fall. Wir wissen, von was geredet ist. Genau, keine Deckung, zwei Türme. Ja, und zwei dünnen, vor allem der Punkt war, du konntest sie auch teilweise einfach... Ja, ja, und du konntest sie runter. Und weg waren sie, scheißegal. Bein, weg war er. Ja, ich meine, was spiel ich? Ich bin auf Vanquish zurzeit. Hast du schon mal gesehen überhaupt? Nee, gar nicht. Ich habe, wie sie gesagt, ich kam von der Gamescom, da habe ich es nur gesehen. Und habe ich ihm gesagt, schau mir eine Demo an. Und er hat eine Demo gespielt, fand nicht so gut, aber hat es dann trotzdem gekauft. Man kauft dieses Spiel. Es ist Wahnsinn. Es ist so, als würdest du einen normalen Third-Person-Shooter mit Deckungssystem nehmen und irgendwie ihm Ecstasy und Speed zusammengeben. Es ist so krass. Du bist eben dieser Typ in dieser Mega-Rüstung und du hast so einen Action-Balken und dann drückst du auf den Knopf und dann slidest du auf deinen Knien mit Mega-Boost durch die Welt, theoretisch. Kannst dann aus dem Modus rausspringen und so weiter. Die Waffe ist als eine Zeitlupe. Also es ist mega stylisch, ist mega taktisch, weil du hast mit KI-Kollegen unterwegs und dann während die abhalten, kannst du halt den Boost rein und hinter die Gegner sie flankieren. Und also es ist so wahnsinnig schnell und spaßig, aber ich kann es nicht lange am Stück spielen. Das habe ich auch Lizzie gefragt. Ich kann es nicht lange spielen, wie es mit dir. Nö, immer so Level für Level. Also ich kann es nochmal zeigen, es ist wirklich gigantisch. Okay. Ja. Ich zocke im Moment Left 4 Dead 2. Immer noch? Ja, also ich bin immer ein Jahr später dran. Letztes Jahr im November habe ich Left 4 Dead 1 nicht mehr gekauft. Ah. Und dann ein bisschen mit dem Freund gespielt und dann haben wir uns irgendwann vor eineinhalb Monaten so gesagt... Ach, das war so günstig, gell? Ja, im UK war es günstig. Wir haben dreimal bestellt und... Es ist halt Basti, ein alter Schulfreund, aber der jetzt weit, weit weg wohnt. Und Internet war es möglich und Zombies jagen, immer toll. Okay. Also, und seine Freundin lässt dann auch manchmal und hier und da ein paar Leute noch und okay. Macht halt Spaß. Ja. Eine Kampagne ist auf eine Stunde durch und Left 4 Dead ist halt einfach irgendwie jedes Mal anders in gewisser Weise. Das ja. Wir haben es ja zu dritt auf der Xbox 1 gespielt. Wir würden ja auch gerne einen Zweier kaufen, aber wir weigern uns die Paar-Version zu kaufen, weil die soll ja wirklich so derb verschnibbelt sein. Und aus irgendeinem Grund kriegen wir halt irgendwie die Xbox-Version nicht UK her. Aber was mir bei Left 4 Dead 1 sehr gut gefallen hat, war dieser Modus, wo du abwechselnd immer Zombies und... ja, wo ist das Mod? Den gibt es im 2 auch noch. Der ist großartig. Das aber ist den super. Haben wir mit dem allein gespielt. Wenn die Leute es blicken, war es halt richtig hart. Also, weiß ich aber, beim 1er gab es diese Map, da musst du immer mit dem Aufzug hochfahren im Krankenhaus. Mhm. Da war irgendeiner ein Boomer und wir... und ich sitze mit dem Kumpel Maxman, kennst du ja auch, sitze ich so in diesem Aufzug drin und so... Bonk, was war das? Keine Ahnung. Die Tür geht auf, plötzlich springt durch das Dach oben dieser Boomer rein und bläh, so, nö. Ich weiß noch, einmal, das war sogar ein Random-Game, da habe ich ganz allein gespielt, aber halt auch Versus Mod. Und ich glaube, es war die letzte Map von... Du hast keine Probleme, oder? Versus Mod, wenn du keinen Spieler hast. Nee, also mit random Leuten online. Achso, aber komm, also... Versus Online kannst du nicht spielen, ja, ich war allein online quasi. Okay, alles klar. Und Tür geht auf, da kommen sie aus dem Zug raus. Zwei Hunter drauf, der eine wird vom Ding gewonnen, also, und Boom hat auch, die Runde war nach eineinhalb Minuten vorbei. Krass. Das hatte ich so auch nie wieder. Also ich bin, wie heißt denn das? Das ist toll. Ein paar Mal bei der Brücke schon irgendwie abgekratzt, das ist gerade die erste, wo es unter die Zeppelin-Brücke runter wieder hoch muss. Das ist auch so ein Nadelöhr, wo es die Überlebenden wirklich fertig machen kannst, das Ding. Aber so irgendwie nicht. Und das, also ich finde, das Spiel macht halt immer wieder Spaß, vor allem jetzt mit den neuen, ja, neu, es ist ja ein Jahr alt. Mit den neuen Special Infected. Ja. Ja gut, ich meine, es ist ja auch... mehr Variation noch dabei. Früher hattest du irgendwann halt einen Boomer und drei Hunter oder irgend sowas und dadurch hast du halt immer wieder neue Teams quasi sozusagen. Ja, das hat diesen Jockey zum Beispiel, gell, ja, und so. Die Lache ist furchtbar. Ja gut, kein aktuelles Spiel, also quasi. Wieso, wenn du es gerade spielst, ist schon? Ja, richtig. Ich meine, das ist ja auch eins der großen Sachen von Valve, die einfach funktionieren. Ja, richtig. Ich meine, die machen auch oft fast nur gute Produkte. Und sie müssen irgendwas rausbringen, wenn es schon Half-Life Episode 3 nicht kommt, oder? Ja. Das fand ich auch noch ewig. Ja, das hieß ja. Das ist ja das neue Duke Nukem Forever. Das erscheint ja jetzt. Ja, tatsächlich. Was mich sehr überrascht hat. Und ich habe mir gedacht,
wenn es dann rauskommt, mache ich einen Blog-Eintrag, was ich spielerisch in der Zeit erlebt habe, seit dieses Spiel angekündigt wurde. Dinge, die ich gespielt habe, anstatt ja, nicht Spiel. Nee, bloß eine Kurzzusammenfassung, aber also irgendwie, es kriegt einen Blog-Eintrag. 13, 14 Jahre Entwicklung, Mann, wir haben sowas verdient. Ja, ich, da ich ja nie einen PC hatte, bin ich gar nicht so ein Dünnum drin gewesen. Das einzige Dünnum, das ich mal gesehen habe, war mein Cousin, der war relativ Shooter-affin, bereits in jungen Jahren, und es gab dann einen Ableger aus N64. Und den habe ich da mal über die Schulter gesehen, aber ich habe noch keinen Duke Nukem selber gespielt. Also, ne, ich habe das ein bisschen bei Freunden gespielt, damals sogar noch ohne Maus, sondern wirklich bloß mit Streifen und Drehen sozusagen, das, wobei man Duke eigentlich schon mit Maus hätte spielen können. Und dann noch so ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Duke Nukem Mod war oder ob es, auf jeden Fall die gleiche Engine, Shadow Warriors hieß das, glaube ich, das war auch ein sehr schwarzer Humor, das Spiel. Ja, auch noch ein bisschen mitwärmen. Dann kam Half-Life und dann habe ich nie wieder an Duke Nukem gedacht. Ja. Dann stand es halt jahrelang in der GameStar. Das war halt schon eine Revolution, das Spiel. Dann stand es halt jahrelang in der GameStar bei den angekündigten Spielen mit drin. So irgendwie 2001 noch und in den Schultern drin. Da dachte ich mir, das Spiel ist schon ganz spät dran. Und irgendwie, ich glaube, 98 und 99. Kann man neue Bilder erstmal. Ja, und irgendein Kumpel von damals wusste ja schon so richtig viel über das Spiel. Das ist ja so brutal, dass das jetzt schon initiiert wurde. Und das kann man machen, das kann man. Da wusste immer ganz viele Sachen. Und ja. Im Endeffekt hat nichts darum gestimmt. Ja, mein Gott. Also, die Leute, die das ist, jetzt nur das Spiel, das ist eigentlich sollte man dieses Spiel boykottieren. Ja, aber ich werde es spielen. Der Punkt ist ja auch, es passiert ja wirklich. Man konnte es ja auch spielen an der PAX und an der Penny Arcade Expo. Und der Entwickler dran ist, die sind wirklich gut, weil es gibt einen Shooter mittlerweile für PC und Konsole, der heißt Borderlands. Vielleicht kennst du das, ist ein Rollenspiel-Shooter, Inside. Die machen das. Die machen dieses Spiel. Und es sieht A sehr gut aus und der Humor ist ja schön anscheinend. Also ich kenne mich nicht so aus, anscheinend hat sie selber durch diesen schwarzen Humor und diese Interaktivität mit der Welt ausgezeichnet. Aber das Problem war ja anscheinend, dass sie, so wie ich das verstanden habe, sie wollten das beste Spiel aller Zeiten für alle Zeiten machen und das geht einfach nicht. Das kannst du heutzutage nicht machen. Blizzard arbeitet da immer schon ganz gut mit den Spielen, aber man kann einfach mit einem Genre nicht alle Leute glücklich machen. Das geht nicht. Egal wie gut StarCraft 2 ist, dieses Spiel ist super, aber wenn man RTS nicht anfangen kann, dann wird es dir auch nicht mehr gefallen. Richtig. Genau. Ja, ansonsten spiele ich halt gerade noch Beat-up-mäßig das neue Blast Blue. Da ist halt ein Beat'em-up. Ja. Muss man halt mögen. Ist eine sehr nischige Sache. Wobei das jetzt in Deutschland allgemein voll einen guten Aufschwung hat. 2D Beat'em-ups heißt Street Fighter 4. Du hast ja Blast Blue, das nach Europa gekommen ist jetzt auch. Marvel vs. Capcom 3 erscheinen, was grandios ist. Ich kann dir sagen, also dieses Spiel werde ich spielen, aber ich werde nicht versuchen, es zu lernen. Du hast ja gesehen am Samstag, ich versuche schon, Beat'em-ups zu lernen und auf einer hohen Ebene mitzumischen, Kombos zu lernen und so ein Zeug. Aber ich verstehe dieses Spiel nicht. Also ich weiß, was ich tue, aber du siehst, du weißt, was passiert. Das macht bam, 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 bam. Combo, Ultra, bam, andere Kämpfer, zwei Kämpfer, drei Kämpfer. Wenn ich Profis sehe, die Marvel vs. Capcom 2 spielen, ich glaube, die wissen selber nicht, was passiert. Die drücken einfach Knöpfe und die dann hören dann, ho, Tafun, ho, ho. Aber hier ist Samstag auch gesagt, dass ich bei Blast Blue zugeschaut habe. Oben drei, vier Balken, unten noch zwei Balken. Irgendwann hast du an der Seite noch einen Balken und vielleicht ein modulares Menü, was du gerade anzeigst. Schon ein bisschen Drop-Down. Das ist die große Kunst so. Kombo, anderer Meter, Kombo, anderer Meter. Das ist schon gut. So ein Schalthebel an der Case-Stick, so Aber ich muss sagen, also Street Fighter 4 hat mir auch wieder sehr viel Spaß gemacht, als ich das letztes Jahr irgendwann gekauft habe. Also ich finde es gut, dass das 2D-Prügler zurückkommen quasi. Ja, genau, also, weil ich mag keine 3D-Prügler mehr. Also mit Tekken kam ich noch zurecht, aber alles andere nicht, vor allem alles, wo man einen Knopf fürs Blocken hatte, sowas kann ich überhaupt nicht haben. Ja, was mir bei Tekken stört, ist zum Beispiel, also dass für mich dieses Spiel so läuft, du schlägst einen Gegner, hebst ihn hoch und dann jugglest du ihn, also haust ihn immer in der Luft, bis er an die Wand trifft und dann kommst du an, prallt der ab und du kannst weitermachen oder? Also zumindest nicht das Tekken, das ich gespielt habe. Also irgendwie die neuen sind schon so. Es gibt auch diese lustigen Comics. Meine Tekken-Hochzeit war Tekken 3 und das war 10 Jahre her. Es gibt halt so einen lustigen Comic irgendwie, wo halt verschiedene Räume sind und über jedem Raum steht halt so ein Banner, was für Leute da spielen, zum Beispiel so das wäre jetzt halt äquivalent so bei Blast Blue, die ganzen Cosplayer und so und irgendwie bei Street Fighter die Japaner und dann bei Tekken eben so zwei Clowns, die gerade jonglieren, weißt du? Nicht schlecht. Ja, ich würde sagen, wir machen dann hier langsam mal einen Schluss. Ich weiß gar nicht, wie lange wir aufnehmen. Ich hoffe mal, ich nehme überhaupt auf. Das wäre echt kacke. Dann mag ich das irgendwann andermal mal alleine. Oh Gott, warte, ich möchte kurz jetzt auf das aufnehmen. Soll ich jetzt wissen? Oh Gott sei Dank, es nimmt auf. Was ich demnächst noch spielen werde, ist natürlich
Ja, das ist auch ein Klassiker. Von Mistwalker, oder wie? Was heißt Klassiker? Wie alt ist das? Also, es ist schon relativ alt. Also. Ja, gut, ich muss sagen, ich habe den Xbox-Markt nicht beachtet. Eben. Ich habe seit Monaten Xbox. Mir ist eingefallen, dass machen wir doch weiter. du hast per Twitter geschrieben, ich habe wieder richtig Bock, Final Fantasy 9 zu spielen. Und dann ist mir eingefallen, hat er eigentlich schon mal Lost Odyssey gespielt? Aber du konntest noch gar nicht gespielt haben, weil das ist ja ein Exklusivtitel gewesen für die Xbox. Ich sag gleich, für ein heutiges RPG ist es sehr steif, also mal euch gewundert, aber wenn du Final Fantasy 9 magst und so, die alten Sachen, das ist genau so ein Spiel, weil dieser Typ, dessen Namen ich immer vergesse, und der nicht erwähnt wird, der ist ja der Schöpfer von Final Fantasy Schöpfer Hironobu Sakaguchi, das ist ja der erste Final Fantasy gemacht hat, der arbeitet bei Mistwalker, und auch der Komponist von der alten Final Fantasy, der Nobuo Uematsu. Ja, macht er aber die Musik? Ja. Oh, sehr gut. Also diese Firma Mistwalker, die das Spiel programmiert haben, die sind eben dieser Sakaguchi und der Uematsu. Und eben bei Blue Dragon im Erstbreak haben sie noch den Toriyama gehabt. Also eigentlich ein starkes Team. Uematsu, er hat ein Tribute to Uematsu. Ist im nächsten Sommer das Konzert. Symphonic Odysseys. Die Karten waren nach 12 Stunden ausverkauft. Ja, ich bin von der Arbeit heimgekommen, habe keine mehr gekriegt. Wenn wir jemandem eine Karte verkaufen, oder vier, schreibt mir, wir möchten gerne Karten für dieses Konzert haben. Genau, weil, also ich habe, was mir an allen Rollenspielen, die ich spiele, also ich spiele nicht mehr viel JRPGs, früher habe ich sie gerne gespielt, aber was mir in jedem Spiel im Kopf bleibt, ist mir meistens die Battle Theme. Ja, die hörst du ja 2000 Mal. Eben richtig. Und also die großartige Battle Theme war immer noch eine von Lufia 2 auf dem SNES. Wahrscheinlich kennst du sie auch. Ja, ich kenne es, aber nicht gespielt. Das war super Musik. Und da auch die Battle Theme ist super. Und die Overworld Theme. Ich habe auch diesen Soundtrack als auf dem PC sogar. Ja. Da ist ein paar super gute Musikstücke drin. Nur ein Problem war, in diesem Musikstück vom Battle Theme war ein Part, der war so... Und es hat sich genau angehört wie das alte Telefon von meiner alten Wohnung. Und da dachte ich immer so, und dann vergisst du es wieder und dann hörst du wieder das Geräusch. Und denkst du, hat das Telefon geklingelt oder war es das Spiel? Das Problem habe ich auch, ich habe das Tank-Theme von Left 4 Dead aus meinem Handy geklingelt. Ja. Und ich hatte schon mal, scheiße, hört ihr den Tank? Wo ist der Tank? Ich höre den Tank. Verdammt, das ist mein Handy. Was auch super ist, ich hatte auf meinem alten Handy, das halt, da war es so eins der ersten Polyphone-Handys, so, keine Ahnung, das war schon ein bisschen weiter. Da hatte ich den Zelda A Link to the Past Klingelton. Und dann stand ich bei Nintendo, an der allerersten Games Convention, ja? Und ohne Scheiß, mein Handy klingelt und drei andere Nehme greifen auch in ihre Tasche. Große. Ich hatte ganz früher, als es noch nicht so ein Massenmarkt war, hatte ich die Victory von Final Fantasy. Die hatte ich auch in Zeit. Das war, also es noch ganz neu, irgendwann. Seit dem Film, wo es klingt, hat es eigentlich jeder Final Fantasy Fan. Ach, stimmt. Als ich Adventure Children das erste Mal gesehen habe, dachte ich, man hört die Victory von Fahre und ich denke mir noch so, das ist jetzt nicht sein Handy klingelt. Und dann kommt er unter den Bänken raus und zuckt sein Handy. Und ich dachte so, okay, ich muss mein Handy klingelt ändern. Das war so groß, aber sie besiegt ihn ja, dann kommt diese Musik. Dann war so, Moment mal. Off, irgendwie so, keine Ahnung. Und es ist eine Schande, dass Final Fantasy 13 die Victory von Fahre nicht mehr hat. Nein. Hat sie nicht. Halt irgendeinen total generischen Victory Sound, der furchtbar. Das Battle Theme ist super von Final Fantasy 13. Aber es ist halt nicht das Victory-Theme. Das Victory. Weißt du, das Chocobo-Theme ist drin. Mhm. Warum nimmt man da nicht das Victory-Theme? Ich weiß es nicht. Also, ich habe Final Fantasy 13 nicht gespielt, weil A, ich bin nicht mehr so in JRPGs drin, sagt der Eternal Sword hat das played. Final Fantasy 13 ist kein JRPG. In gewisser Weise. Und es war halt so, ich habe alles das, was er gelesen hat, mich abgeturnt. Verstehst du? Was ich gelesen habe. Nur also bin ich kein Mensch, der nur auf Reviews guckt. Aber alles, was ich bei allen gelesen habe, hat mich abgeturnt. So, mit dem Einkaufen und dass im Grunde nur ein Tunnel ist. Ja, die Städte fehlen, die Overmap fehlt. Also auf Puls hast du dann die Overmap. Aber was ich so komisch fand, da haben wir ein Interview mit dem Chefprogrammierer geredet und er hat gesagt, ja, Städte lassen sich in der heutigen Zeit nicht mehr machen. Das können wir, wenn dann, aus DLC anbieten. Ah ja, komm. Wir haben das OVP da. Ja. Ich habe es Julia gekauft neulich, aber sie hat noch keine Chance, also zu spielen, weil sie gerade Rock Band 3 spielt. Und ist bei WoW. Aber sie würde spielen und ich werde ein bisschen die Schulter gucken und vielleicht irgendwann, wenn ich diesen Stapel an Spielen nicht noch abarbeiten muss, weil ich habe so viele Sachen angefangen. Black Ops möchte ich gerne durchspielen, Vanquish auch. Alan Wake ist noch so angeknabbert. Ja, Alan Wake muss ich auch an dem anfangen. Das war aber mein Bundle dabei. Es ist so gut. Weil alle Leute. Aber ich habe Weihnachten 2 Wochen ohne. Alle Leute hier sagen immer so, oh, das ist überhaupt nicht groß. Ich weiß, dass sie die ganze Zeit Hill-Spiele spielen. Ich hatte Angst während dieses Spiels. Ich hatte Angst während Alan Wake, okay? Wenn du durch den Wald läufst, dann kommen welche Gestalten und du daneben sich auf und weißt schon, jetzt passiert irgendwas. Ich will einfach stehen.
Ja. Also Final Fantasy 13 war nicht nur schlecht, ich habe es durchgespielt, es hat Spaß gemacht. Ja, ich glaube schon, aber es ist auch... Mir fehlen nur noch zwei Achievements, aber die sind mir zu viel gegrindet. Und, aber 12 hat mir besser gefallen, 10 hat mir besser gefallen, 9 hat mir besser gefallen. Es hat sich auch in Japan gar nicht verkauft. Also, 6 hat mir besser gefallen. 6 und 4 sind auch gut. 6 soll super sein. 4 und 6, wenn ich nicht gespielt habe, spielt die. Wenn ihr ein DS habt, es gibt Remakes, 1 zu 1 dieses Spiel, nur in 3D. Weil in der zweiten Hälfte des Final Fantasy 6, hast du nie gespielt? Oder? Doch, ich habe mal angespielt. Mit dem Job, aber auch Stopps Ding gehabt, oder? Nee, das war 5er, genau. 6er, in der Hälfte vom Spiel, total nicht mehr linear. Du kannst 4 Charaktere brauchst du, um zum Ende zu kommen. Und so den Rest der Partie, also wenn ich spoilern darf. Ja, wenn ihr, halt euch jetzt die Ohren zu, ich gebe euch ein Symbol, wenn ihr wieder redet, wenn ihr wieder zuhören dürft. Also Mitte vom Spiel, oder Drittel vom Spiel wird quasi die Welt zerstört, also Kataklysmen quasi ein bisschen. Und die Party zerstreut sich und dann ein Jahr später spielst du mit Celis wieder, die aus dem Koma erwacht und die bricht dann mit dem Fluss in die Welt auf und sucht ihre Party wieder zusammen. Ah. Und du kannst drei andere Charaktere musst du finden, die mit dem Luftschiff und die beiden Brüder, ich weiß nicht mehr, wie sie Figaro-Brüder hier mit Nachnamen, mit den vier Charakteren kannst du in den letzten Dungeon gehen. Mhm. Oder du suchst dir den Rest einer Gruppe. Und es waren 13 Charaktere im Wechsel damals. Also fand ich schon cool. Ich kann mir das zuhören, aber es ging wirklich gar nicht schlecht von der Idee. Also, das war auch also eines der besten Erlebnisse bei Final Fantasy VI war für mich, als ich aufleveln war. Das machst du in einem Wald. Mhm. Da sind Dinos die Gegner. Ja. Und die besiegst du, indem du sie unsichtbar machst. Vanquish hieß der Zauber oder irgend sowas. Vanquish? Oder na, Vanish. Vanish. Genau. Und dann sind sie furchtbar anfällig gegen Magie. Und dann kannst du X-Zaun machen. Das ist quasi eine andere Dimension. Und das ist dann immer erfolgreich, wenn sie unsichtbar sind. Kommt meine Schwester in das Zimmer. Hört das Battle-Theme, sieht es auf dem Bildschirm, weiß ungefähr, was los ist. Ja. Bei so Videospielen, bei so JRPGs. Ich sehe, du kämpfst, aber ich sehe nicht, gegen was du kämpfst. Dann habe ich erklärt, was die Situation ist. Ja, meine Schwester so. Aha. Du spielst mit einem kleinen Mädchen, ich habe da nur Realm aufgestuft gerade. Du spielst mit einem kleinen Mädchen, das einen Pinsel als Waffe hat. Kämpfst gegen unsichtbare Dinosaurier, die du in eine andere Dimension schickst, um zu besiegen. Ich bin so abgebrochen. True Story. Das ist wie so, ich habe einen neuen Freund. Ist echt erfunden. Ich habe ihn erfunden. Ja, also wenn ihr noch nicht gespielt habt und ihr keine Grafik-Junkies seid, ja, dann spielt das 6er mal. Spielt auf dem DS? Ja, genau. Und super Soundtrack, einer der besten, würde ich fast sagen. Also ich habe das Gefühl, alte Soundtracks sind sowieso besser als neue. Ja, das kann auch so eine Sache sein, wenn man da so groß geworden ist. Ja, da ist ein Nostalgiegefühl ist immer mit dabei. Ich finde einfach, dass Musikstücke nicht mehr so diesen Wiedererkennungswert haben. Das hatte ich erst wieder bei Scott Pilgrim vs. The World, The Game. Diese Musikstücke waren wieder richtig markant. Wenn ich die höre, weiß ich, das ist Scott Pilgrim vs. The World. Ja, du könntest mir ein random Musikstück aus Ding vorspielen, aus Black Ops, ich habe keine Ahnung. Ja, nee. Aber sie also haben also bei Shootern ist eh Musik immer relativ wenig. Also gut, Halo hat gute Musik, was man Halo so hört. Halo hat super Musik. Aber nie gespielt, wie gesagt, neuer Xboxler. Mhm. Und... Ja, keine Ahnung, ich könnte keine einzige Musik von Half-Life erkennen oder irgend sowas. Wisst ihr was? Was sagt ihr? Findet ihr, dass Musik heutzutage etwas zu seicht ist und früher die Musik bei Videospielen besser war? Was meint ihr denn? Schreibt es in die Kommentare und dann können wir vielleicht beim nächsten Mal das aufgreifen. Soll ich das machen? Ich weiß echt nicht, wie viel Zeit es ist, weil klar habe ich keine Begrenzung auf meinem Account, aber diese Kamera hat auch nur 70 Minuten. Vielleicht fehlt es irgendwann zu ein paar Minuten schon, wir wissen es gar nicht. Nee, nächstes Mal stellen wir eine Uhr hin. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben. Richtig. Aber ich würde sagen, wir wären dabei. Dom, aka DNTL. Oder Nguyen Tran Loc. Nguyen Tran Loc. Und Rini, Matthias, ihr kennt mich. Und ich würde sagen, schreibt unten, wie euch das Format gefallen hat. Ob es weitergehen soll. Wahrscheinlich wäre das schon ganz cool. Weil wenn ihr den Rini Loc mögt, dann mögt ihr auch das hier. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. Und frohe Weihnachten. Genau, frohe Weihnachten. Wenn wir uns vor Weihnachten nicht nochmal sehen. Ja.